Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und heute geht es um das Thema Online-Petitionen und welche rechtlichen Auswirkungen die haben. Eine aktuelle Petition wurde gerade für einen YouTube-Download-Service gestartet. 220.000 Menschen haben sich dafür ausgesprochen, dass dieser Service erhalten bleibt und dass man weiterhin über den Service Musik bei YouTube herunterladen kann. Und jetzt stellt sich die Frage, welche rechtlichen Auswirkungen haben solche Online-Petitionen insgesamt? Grundsätzlich muss man trennen zwischen offiziellen und nicht und inoffiziellen Online-Petitionen. Der YouTube-Fall ist eine inoffizielle Petition. Die führt dazu, dass Druck ausgeübt wird auf das Unternehmen, hier eben Google, die ja YouTube betreiben, und dass eine gewisse Öffentlichkeit erreicht wird. Möglicherweise kann damit auch Druck auf Politiker ausgeübt werden. Rechtlich sind solche nicht offiziellen Petitionen natürlich in keiner Weise bindend. Dann gibt es noch die offiziellen Petitionen. Das sind offizielle Petitionen an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Und der muss sich dann möglicherweise mit dem Anliegen beschäftigen. Es gibt dort wieder offizielle Einzelpetitionen und Mehrfachpetitionen. Bei diesen Mehrfachpetitionen ist es so, dass einer eine Eingabe macht, zum Beispiel gerade läuft ein Protest beim Deutschen Bundestag gegen die GEMA-Gebühren, diese radikale Aufstockung der GEMA-Gebühren, und dort gibt es schon über 150.000 Unterzeichner. Wenn innerhalb der ersten 4 Wochen 50.000 Menschen gewonnen werden können, um so eine Petition zu unterzeichnen, dann ist es so, dass derjenige, der die Petition gestartet hat, im Petitionsausschuss wirklich auch angehört werden muss. Und dann hat man schon ein starkes Mittel und hat sich auch ein starkes Gehör verschafft bei den Politikern. Also es ist gar nicht so ein stumpfes Schwert, so eine Online-Petition, und man kann nur jedem raten, eine Petition zu starten, wenn man wirklich ein großes Anliegen hat, wie zum Beispiel jetzt das Vorgehen gegen die GEMA-Gebühren. Generell sind allerdings einige Formalia zu beachten, die sind aber alle auf der Webseite des Petitionsausschusses bestens beschrieben. Also, so viel zum Thema offizielle, nicht offizielle Petitionen. Was bringen sie und welches rechtliche Druckmittel hat man damit in der Hand? Wenn ihr weitere Fragen zu diesem oder anderen Themen im Internetrecht, IT-Recht habt, könnt ihr die gerne auf unsere Facebook-Seite die-aufklärer.de posten oder hier unter www.law.tv direkt in unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.